Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video geht es um die Reparatur hier von so einem Broxon-Netzteil und zwar hier vom Typ NG2-E, 12 Volt, 2 Ampere hat das maximal und ja, was als erstes mir schon mal entgegengefallen ist, ist hier der Drehknopf. Was auffällig auch noch ist, es fehlt hier offenbar das Netzkabel. Und was auch noch mir aufgefallen ist, hier fehlt noch eine Schraube und da soll es also nun repariert werden. Ich schraube es also auf. Ich kann im Moment natürlich jetzt nicht sagen, was kaputt ist, weil das Netzkabel fehlt. Das heißt, ich werde als erstes mal Netzkabel da irgendwie anlöten oder so und dann mal rummessen. Das Gehäuse kann man ja ganz locker hier auf der Rückseite aufschrauben. Und das Netzteil ist relativ schwer, so dass ich davon ausgehe, dass da eigentlich nur ein einfaches Linearnetzteil eigentlich drin ist, also mit einem großen 50 Hertz Trafo, also kein Schaltnetzteil. Mal schauen, was mich da jetzt so erwartet. Hier ist übrigens noch der Bügel, da kann man dann das Handstück drauflegen. Ich habe leider auch das Handstück nicht da. Das heißt, am Ende muss ich dann die Spannung dann nachmessen, die da rauskommt. So sieht es aus. Ah ja, okay. Trafo. Ja, Brückengleichrichter hier. Leuchtdiode. Hier ist ja, hier kommt oben sozusagen das Handstück ran. Da ist das Poti. Das wird da irgendein Spannungsregler oder sowas sein. Netztrafo. Ja, und jetzt werde ich erstmal sehen, also hier sieht man auch schon, da kommt eigentlich die Netzleitung ran, die ist ab, sodass ich da erstmal eine neue anlöten werde. Dazu muss ich hier das rausnehmen, ist also fest, also ist festgeschraubt hier direkt am Trafo. Kann ich hier wahrscheinlich abschrauben, in der Hoffnung, dass mir jetzt nicht alles entgegenfliegt, aber ich denke mal, so wird es wohl sein. Ist also relativ vernünftig aufgebaut. So. Ja, genau. Oh, hier ist noch was lose. Irgendwas abgebrochen. Genau, also hier löte ich jetzt, also da löte ich jetzt erstmal das Netzkabel provisorisch an, dann schaue ich erstmal, was da nicht geht. So, das Netzkabel habe ich hier provisorisch angelötet. Ich messe hier die Ausgangsspannung, habe hier den Drehknopf mal reingesteckt in das Poti und ich schalte mal den Trenntrafo ein. Und da kommen jetzt 1,2 Volt raus. Also praktisch nichts. Die LED ist auch aus. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was könnte da kaputt sein? Also es könnte natürlich der Spannungsregler hier kaputt sein. Um jetzt da ein bisschen systematischer vorzugehen, mache ich das mal so, ich gehe sozusagen vom Eingangsbereich aus, das heißt von den 230 Volt über den Trafo, kommt am Trafo was raus, kommt hinter dem Brückengleichrichter was raus und so weiter. Also ich fange jetzt an mit dem Trafo, natürlich ohne Netzspannung oder sowas, sondern messe einfach mal hier so durch. Vielleicht die Spulenwicklung, es könnte auch durchaus sein, dass der Trafo hin ist, das weiß ich jetzt nicht genau. Und dann gehe ich sozusagen Schritt für Schritt da so durch. So, als erstes werde ich mal die Trafowicklung oben durchmessen, das heißt den Widerstand der Trafowicklung. Auf der Seite wird ja eingespeist, dann haben wir hier noch so einen PTC, den werde ich gleich auch mal durchmessen. Das mache ich vielleicht als erstes und zwar gehe ich hier mal ran an die beiden Pins, dazu werde ich mal die Klepse abmachen, die stören. So. Der hat ja so 7 Ohm, das ist durchaus okay. 7 Ohm. Von danach, da soll es natürlich auch eine Verbindung geben. Ja. Von danach da auch. So, und jetzt müsste ja die Trafowicklung auf der Primärseite ja ein paar hundert Ohm oder Kilo Ohm haben. Und hier sieht man, da ist keine Verbindung.
Jetzt gehe ich mir auf die Sekundärseite. Ja, das ist mal etwas schwierig hier mit dem Festhalten. Ich hoffe, dass man es sieht. Ja, die Sekundärseite hat, ja, es ist ein sehr niederohmig, also irgendwie ein knappes Ohm oder so, ja, ungefähr. So in dem 1,3, 1,2 Ohm. Das ist durchaus okay. Und das heißt hier diese, die Primärseite ist irgendwie, da ist irgendwie die Trafowicklung im Eimer. Man sieht hier auch so eine Beule drin, ist also warm geworden. Oder? Ist das normal? Weiß ich nicht. Was ich aber hier schon festgestellt habe, hier, es ist lose. Also ich meine, das ist jetzt nicht, der Trafo ist jetzt nicht angeschraubt, aber dennoch darf das eigentlich nicht lose sein. Und man sieht da innen auch, dass sich das da irgendwie so mitbewegt. Und die Frage ist jetzt, ob da wirklich die Spulenwicklung sozusagen hier an dem Pin wirklich fest dran ist oder ob die da schon, ja, abgegangen ist. Ich werde Folgendes machen, ich werde den Trafo mal ablöten. So, ich habe den Trafo mal abgelötet und ich messe nochmal die Spulenwiderstände jeweils. Hier mal auf der Sekundärseite, da sieht man, ja, eben was ich eben auch gemessen habe, so um die 1 Ohm. Ja, der Klaps hier bei mir, hat eine Macke. Das müsste ich mal austauschen. Ich halte mal hier nur so ran. Also genauso irgendwie 1 Ohm, so in dem Dreh, 0,5 kommt aber hin. Aber wenn ich jetzt hier messe, das habe ich eben schon mal gemacht, da ist nichts. Das heißt, es ist kein Kontakt. Und was man jetzt vielleicht gerade auch schon bemerkt hat, hier, das ist lose. Und wenn man da jetzt genauer mal reinguckt, sieht man da unten, ich kann das ja mal hier zeigen, das ist Schraubendreher, da unten ist der Draht von der Trafowicklung und der ist aber da gar nicht mehr dran, der ist abgerissen. Das heißt, da muss ich den muss ich da erstmal wieder anlöten. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass man natürlich da wirklich ganz schlecht rankommt. Ich werde wahrscheinlich hier ein Stück Kunststoff wegschneiden, damit ich da überhaupt an diese Lötstelle oder ja an den Draht hier rankomme. Der ist auch sicherlich sehr kurz. Das heißt, ich werde wahrscheinlich auch den etwas verlängern mit einem anderen Stück Draht, dass der da wieder Kontakt dann hat. Ich habe jetzt an der Stelle hier mal ein Stück Draht angelötet, also hier in Rot in dem Fall. Ich hatte nichts anderes und bin mal mit dem Multimeter jetzt wieder dran zwischen beiden Pins. Primärseitig und wie man sieht, 50 Ohm, ja, ich habe gedacht, vielleicht 100 oder mehr, aber das scheint erstmal soweit okay zu sein. Problematisch ist natürlich jetzt die ganze Geschichte, das ist alles hier sehr lose, das heißt, ich werde dann nochmal versuchen mit ein bisschen Kleber, beziehungsweise dann später auch nochmal mit Silikon hier diesen ganzen Bereich zuzuschmieren, damit es dann mechanisch etwas unempfindlicher ist. Also so lose werde ich das definitiv nicht nochmal wieder einlöten. Dieses Stück Drähtchen, was hier rauskommt, was zur Leiterplatte geht, das muss da fest sein. Auf der anderen Seite übrigens genauso, das ist auch lose, aber da ist dieser Draht noch dran. Also da werde ich jetzt erstmal versuchen, das hier zu fixieren. So, ich habe jetzt etwas mit Kleber hier, Sekundenkleber fixiert, das ist natürlich jetzt noch nicht das Wahre, weil es immer noch etwas lose ist, aber das spielt keine Rolle, es trocknet schon ein bisschen aus. Allerdings werde ich, wie gesagt, diesen Bereich und auch diesen Bereich komplett mit Silikon füllen. Übrigens auf der Sekundärseite auch, das ist alles mir zu wackelig hier, damit ich nachher beim Einsetzen des Trafos, damit es da nicht wieder abreißt oder so. Und damit es im laufenden Betrieb auch, sage ich mal, stabil bleibt. So, auf der Primär- und Sekundärseite habe ich hier die Pins mit Silikon unterstützt. Ich habe versucht, das also wirklich hier dort reinzudrücken, dass es gut unterstützt. Und jetzt muss es erstmal aushärten oder austrocknen.
So ausgehärtet ist es und ich habe den Trafo hier schon mal reingesetzt, ohne anzulöten. Und was ich jetzt gesehen habe, ist, dass hier auch noch ein Spalt ist zwischen dem Kunststoff und der Leiterplatte. Das sieht man ganz gut. Und aus diesem Grunde werde ich hier auch noch mal den Trafo ringsherum oder da, wo ich überhaupt rankomme, mit Silikon zu unterstützen, also Silikon mit Silikon unterstützen. Denn es ist ja so, der wird nachher hier rangeschraubt. Er ist zwar dann an der Leiterplatte dran, aber ich weiß nicht, wie die Leiterplatte nachher im Gehäuse wirklich aufliegt. Also ob die von der Rückseite hier so eine Unterstützung bekommt, dass das hier wirklich fest dran ist. Deswegen werde ich da auch nochmal hier jetzt Silikon ein bisschen reinschmieren, nicht zu viel. Und dann verlöten und dann messe ich einfach nochmal, indem ich da das Netzkabel anlöte und messe nochmal die Ausgangsspannung. So, ich habe jetzt hier das ja verlötet und auch schon mal hier reingelegt, den Trafo mit der Leiterplatte hier in das Gehäuse und mal eingeschaltet. Und man sieht, ich bekomme also 15,1 Volt raus. Wenn ich jetzt hier drehe, dann ändert sich das nur bis 11,4 ungefähr. Ich habe dazu mal, weil ich jetzt nicht genau wusste, ob dieser Bereich wirklich so okay ist, einen Auszug aus dem Datenblatt mir runtergeladen. Und da steht also tatsächlich Leerlaufspannung 16 Volt, also kommt ganz gut hin, und Betriebsspannung 12 Volt bei 2 Ampere. Das heißt, wenn ich jetzt ein Handstück anschließe, dann kann ich das hier so ein bisschen noch einstellen. Er liefert also dann maximal 2 Ampere und hat dann 12 Volt. Das müsste eigentlich so stimmen. Ich habe zum Schluss hier noch das Stromkabel angelötet. Allerdings ist es so, diese Zugentlastung, also das ist keine Zugentlastung, es ist nur eine Kabeldurchführung. Die muss ich noch da irgendwie mit reinbringen. Das heißt, ich muss zusehen, dass ich das Kabel hier nicht hin und her schieben kann. Ansonsten denke ich mal, ist jetzt hier dieses Netzteil wieder in Ordnung. So, das war es mal wieder zu dieser Reparatur. Netzteil habe ich wieder zugeschraubt. Es funktioniert wieder. Und ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.